Der Puls klettert über 180. Das Atmen fällt schwer. Die Tachonadel will einfach nicht mehr über 10 km/h anzeigen. Das Gefühl kennen alle Radsportler, und zwar vom Bergauffahren. Und damit die Berge nicht zum dauerhaften Feind werden, haben wir in diesem Video alle Fehler zusammengetragen, die man beim Bergauffahren machen kann. Damit für euch Berge in Zukunft nur noch eine kleine Schippe mit Sand werden. Kurze Entlastung im Stehen. Puh, oh nee. Doch wieder hinsetzen. Ach, wieder ins Stehen wechseln. Sitzen. Sind wir ehrlich? Wir sind weder Alberto Contador noch Richard Carapaz, die Berge mit ständigen Positions- und Tempowechseln bestreiten. Für uns als normale Richards bzw. normale Fahrradfahrer gilt: dünner Gang und dann versuchen, in einem gleichmäßigen Rhythmus den Berg hoch zu pedalieren. Dabei darauf achten, im Oberkörper möglichst ruhig zu sein, um keine unnötige Energie zu verschwenden. Stabis können hierbei eine zusätzliche Hilfe sein. Wer diese Positionswechsel als mentale Entlastung braucht, dem kann ich nur als Tipp geben, die Handposition am Lenker zu wechseln. Also mal in den Hut, mal hier so im Oberlenker, mal auf der Kante. Aber warum sollte man das mit den häufigen Positionswechseln lieber unterlassen? Das liegt einfach daran, dass zwar, ja, andere Muskeln belastet werden, aber wer länger im Stehen fährt, bewegt auch mehr Muskeln und strengt dadurch das kardiovaskuläre System mehr an. Deswegen versuchen, am Berg möglichst ruhig zu bleiben und sich ganz auf ruhiges und gleichmäßiges Klettern zu konzentrieren. Sich benehmen wie ein Profi, für Amateure wie uns, meiner Meinung nach, ein Fehler am Anstieg. Wasser aus der Flasche drücken, um ein paar Gramm zu sparen, die Regenjacke zu Hause lassen oder gar die Satteltasche. Sind wir mal ehrlich, was bringen die 20 Watt, die man dadurch einspart, wenn man nachher erkältet ist, weil man kalt und nass geworden ist, wenn man Platten hat oder wenn man einfach nichts mehr zu saufen hat. Also meiner Meinung nach sollte man Berge auch nicht einfach immer so überbewerten, es sei denn, man will jetzt einen Komm angreifen oder fährt ein Rennen. Fahrt sie einfach entspannt hoch, bewertet sie nicht über und dann klappt das schon. Der nächste Fehler, den man am Berg häufig sieht, ist die Gangwahl. Viele Fahrer versuchen immer noch mit dicker Mühe und viel Kraftaufwand berghoch zu klettern, weil sie das in den früheren Jahren bei einigen Radprofis gesehen haben. Allerdings lässt sich leicht erklären, warum das vermutlich nicht für jeden die richtige Wahl ist. Stellt euch vor, ihr fahrt mit 80 Umdrehungen pro Minute einen Berg bei 300 Watt hoch. Wenn ihr den gleichen Berg bei 60 Umdrehungen pro Minute den Berg hochfahrt, dann hat eure Muskulatur pro Minute 20 Umdrehungen weniger Zeit, um den gleichen Kraftaufwand zu produzieren, sprich mehr mechanische Arbeit. Und das führt einfach dazu, dass die Muskulatur früher ermüdet und man einfach nicht mehr genügend Saft in den Beinen hat. Deswegen gilt, und ja, das ist individuell, zu versuchen, nicht unter eine 70er Frequenz, besser eine 80er Frequenz am Berg zu fahren. Dadurch schont man die Muskulatur und auch wenn das kardiovaskuläre System ein bisschen mehr beansprucht wird, lohnt sich das definitiv. Und einem geht einfach später die Puste aus. In meinem nächsten Fehler behandeln wir das Thema Schwung. Und nein, ich werde jetzt hier nicht den Tipp geben, nicht zu schnell in einen Anstieg reinzusprinten, dann den Schwung zu verlieren und aufzugeben. Den Fehler, den sollte wirklich keiner mehr machen. Ich möchte lieber über was anderes sprechen. Und zwar, wenn man die Möglichkeit hat, zum Beispiel einen 300 Meter Anstieg, der relativ steil ist, aus der Abfahrt oder aus dem Flachen kommend richtig hoch zu drücken und den Anstieg im wahrsten Sinne des Wortes platt zu strampeln, dann sollte man das auch tun und nicht 150 Meter reinrollen, aufs kleine Blatt schalten und dann wertvolle Sekunden verschenken. Mein zweiter Tipp zum Thema Schwung am Berg ist, dass wenn ihr eine finale Attacke plant, ihr diese nicht bis auf die Kuppe des Bergs plant, sondern immer im Hinterkopf behaltet, dass ihr über die Kuppe auch noch ordentlich drüber ziehen müsst.
Ihr braucht den Schwung, um diesen mit in die Abfahrt zu nehmen und dort dann einfach mit Highspeed reinzuschießen. Also, wer einen Attacke plant, vorm Ende des Bergs immer mit einbeziehen. Es gibt mindestens noch 100 bis 200 Meter Kuppe zu überwinden. Ich soll das Video schön kurz und knackig machen, deswegen ist mein letzter Tipp, 3 Tipps in einem, wenn das Sinn macht. Und zwar ist der erste, im Anstieg sollte man wirklich keine Pause einlegen. Denn bei so einer Pause sackt einem das Laktat in die Beine, der Kreislauf kommt zur Ruhe. Und wenn man dann wieder losfährt, dann wird der zweite Teil des Anstiegs einfach anstrengender als der erste. Und die Pause hat sich wirklich gar nicht gelohnt. Tipp 2 ist es, beim Klettern die Kartenfunktion auf eurem Tacho zu nutzen. Denn da seht ihr immer noch, wie viele Spitzkernen euch verbleiben und wann ihr zur finalen Attacke ansetzen könnt. Und der letzte Tipp ist, im Anstieg nichts essen, denn das bringt Probleme mit der Atmung mit sich. Und wenn man gerade noch ein Anfänger ist, hat man eh genug zu atmen im Anstieg. Und deswegen guckt immer, dass ihr wisst, wann die Berge kommen und ihr deswegen auch euer Essen genau timen könnt. Wisst ihr, welchen Fehler ihr beim Klettern definitiv nicht machen solltet? Richtig oben nicht kurz anzuhalten und euch den Ausblick reinzuziehen. Und wenn ihr noch weitere Fehler bei euch selber oder bei Trainingspartnern oder Partnerinnen beobachtet habt, dann schreibt sie doch gerne in die Kommentare rein und so können wir gemeinsam Anfängern und auch Fortgeschrittenen helfen, Fehler beim Klettern zu vermeiden, damit auch für sie die Anstiege irgendwann nur noch pure Freude und der Zugang zu schönen Aussichten und schönen einsamen Straßen sind. Macht's gut, Servus und bis dann.